letztes Mal bereits einiges gehört über sexuelle Pathologien. Auch heute wird es damit gehen. Auch ich werde Ihnen einen Vergleich vorstellen, wenn auch offensichtlich ganz anderer Art. Und die beiden Fälle, die Kontexte, um die es mir geht, sind zwar in nationaler, kultureller, sozialer und politischer Hinsicht völlig unterschiedlich, und doch gibt es verblüffende strukturelle Parallelen, die Sie sehen werden. Ich möchte Ihnen im Folgenden zwei Serienmörder vorstellen, Fritz Hamann und Jeffrey Dahmer. Wir haben letztes Mal schon gesehen, dass eine Amour fou sexualpathologisch auch deshalb sein kann, weil sie in radikaler Weise einseitig, also nicht reziprok ist, sondern sich in obsessiver, wahnsinniger Weise auf ein nicht unbedingt williges Objekt richtet. In meinen Beispielen steigert sich dieses wahnsinnige Begehren zu einer Amour furieux, die statt im Sexual im Tötungsakt endet. Und wie Ihnen Oliver Jahraus nächste Woche vielleicht auch erzählen wird, die Amour fou ist immer potenziell und häufig aktuell tödlich. Das ist ein Zitat von Jahraus. Ich möchte Ihnen also zwei Lustmörder des 20. Jahrhunderts vorstellen. Der eine suchte seine Opfer in Hannover der 20er Jahre, der andere war in Wisconsin der 80er Jahre unterwegs. Der eine wurde der Werwolf oder Vampir von Hannover, der andere the Milwaukee Monster or Cannibal genannt. Und so schauerlich die Taten der beiden waren, auch diese durchaus vergleichbar, so übten beide doch eine erstaunliche Faszination auf ihre Umwelt aus. Vielleicht gerade durch die Ungeheuerlichkeit. Und es waren besonders Künstler, Literaten und Filmemacher, die sich von den beiden Fällen zu künstlerischen Fallstudien inspiriert sahen. Neben einer Skizze der eigentlichen Täter und ihrer jeweiligen Taten sollen diese Verarbeitungen hier im Vordergrund stehen. In jedem Fall wird es, so erstaunlich das klingen mag, auch wie beim letzten Mal darum gehen, wie vermeintlich diametrale und stabile Pole von Normalität und Perversion hinterfragt werden sollte. Und wenn es völlig abartig erscheint, Serienmörder und Lusttäter unter der Perspektive der Normalität zu betrachten, so ist es mir doch wichtig zu zeigen, auch hier knüpfe ich an bereits Gesagtes an, dass nicht alles schwarz-weiß ist, wenn es um die Amour fou geht. Fritz Hamann, der Werwolf von Hannover. Hier möchte ich allerdings mit einem prominenten österreichischen Verarbeitungsbeispiel beginnen, die anhaltende Faszination an dieser Gestalt verdeutlicht. Ich zitiere: Leider hat die Stadt Hannover meinen Vorschlag abgelehnt, dem Menschenverächter und Schlechter, dem Präfaschisten und Verführer Hamann, ein Denkmal zu setzen. So kommentiert der Wiener Bildhauer Alfred Rittlitschka sein Vorhaben, durch ein künstlerisches Werk die Menschen zum Nachdenken über Hamann zu bringen. Aber eben nicht nur über Hamann, denn Rittlitschka sieht in Hamann den Massenmörder in Privatinitiative. Was später staatlich angeordnet wurde. Sie sehen hier schon den Bezug der Taten Hamanns zu seinem politischen Umfeld. Das klingt ungeheuerlich, ist es aber nicht, wie Sie sehen werden. Rittlitschka bringt sein Anliegen polemisch auf den Punkt. Hamann, Zitat, konnte wunderbar Leichen zerstückeln. Den hätten die Nazis wirklich gebrauchen können. Rittlitschka, immer gerne provokativ und politisch, nimmt in diesem vielleicht politischsten seiner Zyklen einen überraschenden Standpunkt ein. Hier sehen Sie ihn, das längere Zitat, ich gehe gleich zurück auf das Bild. Die Verbrechen Hamanns, die Umstände, die sie ermöglichten und begünstigten, und schließlich der Prozess gegen Hamann wirken wie ein Vorspiel zur Herrschaft Hitlers. Was mich an diesem Thema faszinierte, war die Entdeckung, dass Hamanns Untaten an der Wurzel der Problematik einer Nation sich einnisteten. Hier sehen Sie Rittlitschka und im Hintergrund sehen Sie sein Hamann-Fries. Aber noch mehr, nicht nur zieht Rittlitschka eine Parallele zwischen dem Mörder Hamann und dem mörderischen Nationalsozialismus, er zieht auch eine weitere zwischen dem Triebtäter und dem Künstler, also sich selbst. Im Künstlerischen habe ich vor allem im Hamann-Fries
Hamanns Kenntnisse der Anatomie ein Denkmal gesetzt. Denn im Prinzip habe ich jahrelang nichts anderes gemacht, als männliche Körper zu zerstückeln und zu dezimieren. Die Faszination für das Anatomische, ja geradezu die Sucht des Zerlegens, ergibt Berührungspunkte. Die ungeheuerlich klingende Verknüpfung zwischen einem Mörder und einem Künstler birgt interessante Facetten. Die Aspekte des Körperwissens und der Anatomie, Sucht, wird uns noch etwa eine Stunde lang beschäftigen. Ich muss Sie also warnen, aber Sie wurden mich schon gewarnt. Und bevor ich zu Riddlichkas Marmor und Hamann noch einmal zurückkomme, zunächst zu dem echten Hamann. Nochmal das Bild. Hamanns Lebenslauf ist anhand seiner abwechslungsreichen und widersprüchlichen Krankengeschichte gut dokumentiert. Fritz Hamann wurde 1879 als sechstes Kind eines Lokomotivheizers und einer Zigarrenfabrikantin geboren. Sein Elternhaus war geprägt von einem tyrannischen, alkoholabhängigen, syphilitischen Vater, den Hamann hasste. Zu seiner Mutter fühlte er sich wiederum hingezogen, war eine große Zuneigung vorhanden. Er war ein schlechter Schüler, wurde als 16-Jähriger nach einem halben Jahr Dienst aus der Unteroffizier-Vorschule mit der Diagnose epileptisches Irresein als dienstuntauglich entlassen. Mit 17 kam es zu einem ersten Strafverfahren gegen ihn wegen unzüchtiger Handlungen an Minderjährigen. Er wurde in die Pflegeanstalt Hildesheim überführt, wo man hochgradigen Schwachsinn feststellte und ihn als gemeingefährlichen Geisteskranken einstufte. Im Gutachten heißt es, zitiert, dass der Angeschuldigte zur Zeit der Begehung der Handlungen sich in einem Zustand mit krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welche seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Das wurde dem Jugendlichen als zugestanden und das ist wichtig für spätere Kontexte. Es folgten dann noch Aufenthalte in verschiedenen Irrenhäusern, dann gelang ihm die Flucht in die Schweiz, wo er einige Zeit blieb, wieder in Hannover, war 3 Jahre lang verlobt, wurde 1900 zum Militärdienst berufen, 1902 aber wieder entlassen als Invalide und erwerbsunfähig. Als Grund wurden seine Nervenschwäche, Neurasthenie und ein erheblicher Schwachsinn angegeben und ihm wurde eine Militärrente zugestanden. In den Gutachten fällt immer wieder Hamanns sehr starke Abneigung gegen seinen Vater auf. Hamann zufolge hat sein Vater, später auch sein Bruder, ihn über Jahre hinweg sexuell belästigt und missbraucht. Die Zeit zwischen 1905 und 1918, einschließlich des gesamten Ersten Weltkriegs, verbrachte Hamann infolge von 12 Prozessen größtenteils im Gefängnis. Aufgrund von Delikten wie Diebstahl, Betrugsversuch, Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen den Homosexualitätsparagraphen 175, wie es damals hieß, dieser 175er, ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. 1918 beging Hamann seinen ersten nachweisbaren Mord, dem aber zunächst keine weiteren folgten. Das wurde natürlich erst später aufgedeckt. 1922 ergab eine vorerst letzte nervenärztliche Untersuchung im Zusammenhang mit einem erfolgreichen Antrag auf Erhöhung der Militärrente einen schweren Intelligenzdefekt, Urteilslosigkeit und eine hilflose Gutmütigkeit. Hamann lebte zuletzt von Schwarzmarktgeschäften am Bahnhof und arbeitete als Spitzel für die Polizei. Und das wird noch eine Rolle spielen. Ab 1923 begann dann die eigentliche Mordserie. Es ist bis heute unklar, wie viele Jungs er tatsächlich umbrachte. Die Morde zeigen alle ein ähnliches Schema. Hamann hatte aufgrund seiner Tätigkeit als Polizeispitzel freien Zugang zu den Wartesälen des hannoverschen Hauptbahnhofs. Dort sprach er seine Opfer an, junge Männer, die meist von zu Hause fortgelaufen waren und oftmals auch gar nicht vermisst wurden, und die er mit Aussicht auf Essen, Unterkunft und Arbeit in seine Wohnung lockte. Dort tötete er sie, wohl nicht alle, aber die er tötete wohl durch einen Biss in den Hals. Anschließend zerstückelte er sie. Nie ganz klar war, ob er sie wirklich verspeiste, auch ob er Wurst aus den Fleischresten machte. Sein Handel mit Fleischkonserven riefen diese Spekulationen immer wieder auf. Es wurde nie geklärt, wie genau die Tötungen vonstatten gingen. Hamann betonte immer wieder, sich nicht erinnern zu können, vermutete aber selbst, dass, Zitat, muss wohl so in dem Stadium sein, wo das ins Tierische übergeht.
Beim Küssen habe er die Blumen wohl gebissen. Erst am nächsten Morgen habe er sein Opfer tot aufgefunden, mit Bissspuren am Hals. Das ist ein Zitat von ihm aus den Protokollen der Verhörung. Ich denke, ich habe zu fest zugebissen und dann werden sie wohl geschrien haben, dann werde ich wohl zugegriffen haben, gebissen habe ich sie, das habe ich den anderen Tag gesehen. Zeigt auf den Hals. Hammann gab an, nur bei den Jungen, die so geil gewesen wären, sei es zur Tötung gekommen, nur bei denen, die selbst so leidenschaftlich waren. Das sind alles Zitate. Gebissen habe er nur die, die er am meisten liebte. Und dennoch sei den meisten Jungs nicht zugestoßen. Zitat, da sind wohl 100 Stück bei gewesen, die wieder weggegangen sind. Dann war es mal wieder passiert. Hammanns Amour fou war also nicht immer tödlich. Sie wandelte sich nicht immer in eine Amour furieux, sondern nur dann, wenn die Jungs selbst besonders leidenschaftlich waren oder er dies zumindest glaubte. Es gab damals schon Zweifel, warum Hamann so lange nicht gefasst wurde. Deshalb gerieten auch die Nachlässigkeiten und Versäumnisse der Polizei, die bereits 1918 eindeutige Hinweise bekommen hatte, zum eigentlichen Skandal des sehr schnellen Prozesses. Niemand von der Polizei wollte von den Spitzeldiensten gewusst haben, obwohl jeder in Hannover den Herrn Kriminal Hamann kannte, der sich großen Respekts erfreute. Seine Spitzeltätigkeit bekam nach der Verhaftung eine politische Dimension und damit natürlich auch der ganze Prozess. Zu den eigentlichen Lustmorden gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Hamann kann sich nicht erinnern, zumindest behauptet er das, die Opfer selbst können nicht mehr sprechen. Wichtig ist zu erwähnen, dass die ganze Angelegenheit aufflog, weil zwischen Mai und Juli, also in einem relativ kurzen Zeitraum, 1924 in der Leine, also dem Fluss durch Hannovers Altstadt, Menschenschädel und Menschenknochen gefunden wurden. Am Pfingstsonntag zogen Hunderte von Hannoveranern zu einem sehr makabren Fischen nach Leichenteilen in der Leine aus. Es wurden über 500 Knochenteile zutage befördert. Die gerichtsmedizinische Auswertung ergab, dass mindestens 22 junge Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren getötet worden waren. Daraufhin wurde Hamann als mutmaßlicher Täter verhaftet. Vicky Baum schrieb in ihrer Autobiografie später, Zitat, es war wohl der letzte makabre Pinselstrich, der das Bild des damaligen Nachkriegsdeutschland vollendete. Und auch hier sehen Sie, immer wieder ist der Bezug Hamanns zu seiner zeitpolitischen Situation. Hamann wurde in 14 Tagen der Prozess gemacht. Er wurde wegen Mordes an mindestens 24 jungen Männern im Alter von 10 bis 22 Jahren angeklagt. Das hat sich also quasi nochmal ausgedehnt von der Knochensuche. Er soll diesen Männern im Liebesrausch die Kehle durchgebissen und anschließend die Leichen zerstückelt haben. Der Verzehr oder Handel von Menschenfleisch konnte ihm trotz dringender Verdachtsmomente nie nachgewiesen werden. Ende 1924 wurde er zum Tode verurteilt, Anfang 1925 wurde er hingerichtet durch Enthaupten mit dem Fallbeil. Der Schädel befindet sich heute in Göttingen, Teile seines Gehirns sind verschwunden. Interessant sind ihm aber weitere Dinge, die zum Teil schon anklangen. War Hamann zurechnungsfähig oder schuldfähig, wie man heute sagt? Die heutige juristische Ausgangslage scheint zunächst klar und eindeutig. So heißt es zum Beispiel in § 211 des deutschen Strafgesetzbuches, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen tötet. Neben Mordlust und Habgier gilt also die Befriedigung des Geschlechtstriebs als niedriges Mordmotiv. Das heißt, sexuelle Tötungsdelikte werden in der Regel als Mord qualifiziert. Und dann geht es natürlich noch um die Schuldfähigkeit. Darauf komme ich jetzt gleich noch zu sprechen. Dass keineswegs ein allgemeingültiger Konsens in jedem Einzelfall erzielt wurde, zeigt die Spezifik des Hamann-Falles. Noch heute, zumindest den Hannoveranern, bekannt ist der Gassenhauer, der als Umdichtung aus dem damals populären Schlager Walter Kollos Bald klopft das Glück an deine Tür, hervorgeht.
Das wäre also der Schuldparagraf heute, aber ich komme auf den damaligen nochmal zurück. Das ist der Gassenhauer in Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, rote 1, der Massenmörder Hamann, der hat Menschen umgebracht. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den wirft er weg. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Leberwurst aus dir. Die Verhörprotokolle, übrigens gesammelt mittlerweile, und Sie sehen, also das ist eine ordentliche Sammlung. Die Verhörprotokolle, der Prozesslauf und das Gutachten, alles gut dokumentiert, wurde dann auch Grundlage für den Film Der Todmacher, den kennen vielleicht einige von Ihnen, von 1995 von Roman Kamaka, ein weiteres Produkt der Hamann-Faszination hier mit Götz George als Hamann. Spannender jedoch finde ich zwei weitere Reaktionen, auf die ich etwas näher eingehen möchte. Die Studie von Theodor Lessing und der Film von Uli Lommel. Zunächst, entscheidend für den Prozess und dessen Ausgang war natürlich die Frage der Zurechnungsfähigkeit und damit der Straffähigkeit. Dahinter allerdings verbergen sich Fragen danach, wie Gesellschaft mit ihren Außenseiten umgeht. Das klang auch in dem Gassenhauer schon an. Maria Tatar hat in ihrer Studie über den Lustmord in der Weimarer Republik beobachtet, dass es oft eine eigentümliche Verschiebung gibt. Das Augenmerk wandert von den unvorstellbaren Taten des Mörders hin zu einer traumatisierten Öffentlichkeit als verkehrtem Double des Kriminellen. Sie schreibt, "During and after Harman's trial, observers made the point that Harman's deeds had fostered all kinds of delusional behavior in the public, including the dread of eating meat for fear that it had human origins." Also auch damals hatte man Angst, dann die Würste zu essen, weil sie könnten Hamann-Würste sein. Wenn man sich das entscheidende Gutachten anschaut, so wird deutlich, dass schon im Vorfeld der Verhandlung durch die Wahl des Gutachters das Gerichtsverfahren entscheidend gelenkt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat zum Beispiel verhindert, dass der damals wohl prominenteste Sexualforscher Magnus Hirschfeld als Gutachter herangezogen wurde und sogar Hamanns Verteidiger, und hier muss man dann wohl eher von Scheinverteidigern sprechen, lehnten Kapazitäten wie Ludwig Lages, Alfred Lee, Sigmund Freud oder Alfred Adler mit den Worten ab: "Ich weiß nicht genau, was man psychologisches fragen sollte." Bestellt wurde Ernst Schulze, der auf dem Gebiet der forensischen Psychiatrie als Kapazität galt. Schulzes Aufgabe war es zu prüfen, ob bei Hamann eine Zurechnungsfähigkeit oder Unfähigkeit gemäß § 51 des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 vorlag. Und das ist dieser Paragraph: Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Schulze zeigt in seinen Befragungen, und darauf geht ja vor allem der Film Der Todmacher vor allem ein, mehr juristisches als psychiatrisches Interesse. Schulze benutzte einen absolut konfrontativen Fragestil. Statt die Taten Hamanns aus dessen eigenen subjektiven Erleben heraus zu erforschen, machte er seine eigenen moralischen Überzeugungen unverhohlen zum Maßstab der Beurteilung. Immer wieder unterbrach er Hamann mit belegten Bemerkungen wie: "Das ist doch eigentlich eine schreckliche Schweinerei" oder "Ein solches Schwein wie Sie habe ich überhaupt noch nicht gesehen." So stand dann auch früh für Schulze fest, Zitat: "Für jeden Mord müssten Sie geköpft werden" oder "So ein Kerl muss man aus der Gesellschaft entfernen." Hamann selbst sagte einmal: "Nun fangen sie wieder an zu schimpfen, wenn man die Wahrheit erzählt." Was Schulze bei dieser Befragungsmethode alles entging, lässt sich nur erahnen. Hamann ist nachweislich auch während der Befragungen und seinem Haftaufenthalt schwer misshandelt worden. Das kommt dazu. Schulzes Gutachten geht auf Kindheit und Familienhintergrund gar nicht ein. Das Sexualleben Hamanns, zentrales Thema für die Beurteilung der Morde, bleibt ebenfalls gänzlich unbehandelt, was Schulze damit begründet, dass die Angaben Hamanns in dieser Beziehung zu widerspruchsvoll sind.
Schulzes Urteil lautet, erstens, Hamann ist zwar eine pathologische Persönlichkeit, zweitens, die Voraussetzungen des § 51 treffen auf ihn, aber nach dem mir vorliegenden Material nicht zu. Ein eigentlicher psychischer Befund Hamanns fehlt also. Das Gutachten ist so aufgebaut, dass sie psychische Störungen, die für eine eventuelle Unzurechnungsfähigkeit entscheidend sind, entweder gänzlich widerschlagen werden, so der Bereich Sexualität sowie der Begriff der Perversion, oder aber nacheinander in der Weise abgehandelt werden, dass sie auf Hamann nicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zutreffen. Von der modernen Rechtswissenschaft hat sich eingehend mit diesem Fall beschäftigt, wird dieser Prozess als Musterbeispiel eines Verfahrens nach dem Vergeltungsprinzip bezeichnet. Aber nicht nur aus heutiger Sicht kann man von einem eindeutigen Fehlgutachten, einem Verdammungsurteil sprechen. Eine Häufung problematischer Verfahren in Schulzes Gutachten lässt sich nachweisen, sodass Verlassen gutachterlicher Neutralität, das dem Gutachter nicht zustehende anklagende und tatermittelnde Interesse, eine Nahelegung der Todesstrafe als notwendig und unvermeidlich, ein Moralisieren bei der Begutachtung von Sexualstraftätern und vor allem das völlige Fehlen der Sexualanamnese, sogar bei unübersehbarer Sexualproblematik oder gar Pathologie. Ein weiterer zentraler problematischer Aspekt des Verfahrens dann war der Versuch, alles Politische auszuklammern. Also Hamanns Polizeiarbeit und die Frage, inwiefern dies die Morde und deren Vertuschung begünstigt haben könnte. Auch hier stellt sich die Frage, ob Schulzes Gutachten von seiner Unfähigkeit zeugt, sich mit Hamanns Psyche zu beschäftigen. Und der Umfang, tausendseitige Protokolle, sprechen eigentlich dagegen, denn kaum etwas davon ist im Gutachten wieder zu finden. Oder aber, ob Schulze sich, wie dann auch der Richter oder die Richter, sich dem Druck der Öffentlichkeit beugten, die einen eindeutigen Schuldigen forderte. Ich möchte nun zum ersten meiner Beispiele kommen, die Hamann zum Zentrum ihres Interesses machen, also Bearbeitungen, Reflexionen über den Fall. Und zwar zu Theodor Lessing, Vermittler und Störenfried. 1925 erschien in der Reihe Außenseiter der Gesellschaft noch vor der Hinrichtung Hamanns das Buch Hamann, die Geschichte eines Werwolfs. Also hier sehen Sie eine Neuauflage. Das ist das Titelbild der ursprünglichen Ausgabe. Der Autor ist Theodor Lessing, Philosoph und Publizist, hat aber auch Medizin und Psychologie studiert. Und seine Studie gilt auch heute noch als bedeutsames Zeitdokument und seriöse Untersuchung. So, das ist ein Bild von Lessing. Lessing wurde zunächst als Gutachter für Hamann abgelehnt, also auch er war im Gespräch, Gutachter zu sein, dann aber als Journalist bei der Verhandlung zugelassen, um schließlich aufgrund seiner Kritik an der Prozessführung von der weiteren Teilnahme wieder ausgeschlossen zu werden. Mit der Begründung, sie sind ja als Reporter zugelassen, nicht als Schriftsteller. Wir können im Gerichtssaal keinen Herren dulden, der Psychologie betreibt. Lessing vergrub sich dann im Alleingang erst recht in den Fall und schrieb und veröffentlichte eben jene Studie. Die Schrift ist eine Anklage gegen die gängige Gerichtspraxis. Lessing dreht die Argumente des Gerichts geradezu um, indem er behauptete, dass die Verbrechen Hamanns überhaupt erst stattfinden konnten, weil man nicht rechtzeitig Sorge trug, dass Hamann in einer Anstalt interniert blieb. Die fortwährenden Versuche, Hamann für normal zu erklären, hätten die Grundlage geschaffen, dass er seinem Drang zu töten nachgehen konnte und es zu dem traurigen Kleinstadtschauspiel kam, einem Zitat, Schauspiel eines aufgescheuchten Ameisenhaufens, der den störenden Fremdkörper stechend und säurespritzend zu entfernen trachtet. Hier hören Sie schon so ein bisschen, wie er argumentiert und wie seine Sprachwahl ist. Nun passiert aber etwas Sonderbares. Hatte schon der Fall Hamann einen Riss im Ordnungsgefüge verursacht, so produzierte der mühsame Versuch des Kittens den neuen ordnungsbedrohenden Fall Lessing. Lessing, vom Gericht der Psychologisiererei bezichtigt, unternimmt in seinem Buch den vom offiziellen Gutachter unterlassenen Versuch, Aufschluss über Hamanns Motive zu bekommen. Wenngleich sein Buch als sozialpsychologische Studie eines Verbrecherlebens angelegt
klingt vieles für unsere heutige Ohren befremdlich. Andererseits hat Lessings Schrift wie kaum eine andere dazu beigetragen, Hamann zu einem Mythos zu stilisieren und eine Multiplikation von Referenzen auszulösen, die von Zeitgenossen wie Hirschfeld und Döblin über Perversionstheoretiker wie von Hentig und Stoller bis zu heutigen Sexualwissenschaftlern nicht abgebrochen ist. Lessing beschreibt Hamann als eine Art Urmenschen, als Inkarnation eines Wesens, das zur falschen Zeit lebt. Die offene tierische Sexualität zeige eine viel plausiblere Nähe zum natürlichen Verhältnis von Leben und Tod, als dies die verklemmte Zivilisation tue, in die Hamann durch einen Schachzug des Schicksals platziert worden sei. Er schreibt: Nun kommt noch einmal durch eine Art Regiefehler ein Naturspiel mit dieser Triebmonomane in eine Schicht von Lebewesen, wo nur mittlere Temperaturen des Eros die Bürgerrechte haben. Diese Aussage, die natürlich auch interessant für unseren Kontext der Anophobie generell ist, muss auf der Folie allerdings von Lessings Lebensphilosophie gesehen werden. Darauf kann ich jetzt hier natürlich nicht eingehen, nicht sehr eingehen, aber nur so viel. Für Lessing stehen Natur und Kultur in einem dynamisch-energetischen, wenngleich gegnerischen Gleichgewichtsverhältnis zueinander. Er spricht von einer Erziehung von der ersten zur zweiten Natur in der Kultivierung von Pflanze, Tier und Mensch. Die Wirkung der Umwandlung zur zweiten Natur ist jedoch nur äußerlich, eine Maskierung, die wie ein durch Bildung und Zucht aufgepfropfter Oberbau das Wesen darunter verdeckt. Entscheidend ist, dass wenn auch die zweite Natur keine echte Wandlung hervorbringt, sie doch eine irreversible Zerstörung der ersten Natur bewirkt. Sie verwandelt, aber sie zerstört auch. Sie verwandelt nicht wirklich, sondern sie tut nur so. Maskerade. Kultur ist somit für Lessing wie eine Krankheit, die die erste Natur des Menschen zerstört und ihn mit weniger Instinkt als jedes Tier zurücklässt. Wenn für Lessing Hamann, Zitat, der in rauschhaften Augenblicken seiner zweiten Natur enthoben ist und dann auch in den natürlichen Instinkten keinen Halt und keine Steuerung mehr erfährt, ein Beispiel für diese Krankheit, für die Folgen der fatalen Trennung von Natur und Kultur ist, bedeutet das, dass nicht die Natur ungeheuer, die Hamann hervorbringt, sondern die zum Käfig gewordene Kultur. Lessing bettet Hamann den Werwolf in seine Argumentation ein, die durchaus kontraevolutionär und atavistisch ist. Er meint, dass in den Stadtwüsten der modernen Welt neue Raubtiere in Menschengestalt gezüchtet lassen. Dieses Wolfstum bei Radio und Elektrizität, der Kannibalismus in feiner Wäsche und eleganter Kleidung, dürfte somit ein Merkmal sein für die Seele der abendländischen Welt, Wolfsmenschheit überhaupt. Im Kleinen noch einmal dasselbe wiederholend, was im Großen darlegten fünf Heldenkriegsjahre, in denen jegliches Werktum des Mordens und jeder Wohlstand seelischen Todes im Dienste des Wolfsherzen und der Wolfsmoral. Wenngleich Lessings Hamann-Studie von 1925 das Bild vom Homosexuellen als den Perversen als auf höchst problematische Weise reproduzierte, so projiziert aber auch gerade die Evokation dieses Bildes die gesamte Terrordynamik des nationalsozialistischen Staates voraus, an dem Lessing später selbst zugrunde gehen sollte. Seiner Argumentation zufolge wurde Hamann zum Kriminellen erzogen. Denn es wäre für die Praxis des Strafvollzugs im 20. Jahrhundert kennzeichnend, Zitat Lessing, dass jedes Mal, wenn ein Übeltäter aus dem Kitchen zurückkehrte, seine Verschlagenheit wie sein Verbrechen größer wurde. Der Käfig der Gesellschaft schafft neue Außenseiter, die bösartigen Ungeheuer, unsere Irrenhäuser liefern Irrsinn, unsere Zuchthäuser züchten Verbrechen. Alles Zitate von Lessing. Theodor Lessings Theorien über die Geburt eines perversen Kriminellen, und man kann hier natürlich durchaus Bezüge zu Foucaults späterer Theorie ziehen, sind sicherlich anfechtbar. Unbestreitbar allerdings bleibt die Tatsache, dass er selbst
indem er für Haman das Wort ergriff, zu einer Figur im Spiel der Machtdiskurse geworden ist. Ausschlaggebend dafür, dass Lessing durch sein Haman-Buch ohnehin schon öffentlich gebrandmarkt endgültig in Ungnade fiel, war eine erneute publizistische Provokation. Kurz nach dem Erscheinen der Geschichte eines Werwolfs erklärte er 1926 in einem Aufsatz den Kandidaten der Konservativen für das Amt des Präsidenten der Deutschen Republik, General Hindenburg, für ungeeignet. Er verglich Hindenburgs Intelligenz mit der eines mittleren Schalterbauern. Lessing wurde ob seiner Polemik schnell zu einem Volksfeind erklärt, eine Verurteilung, die tödlich endete. Ironischerweise verbindet Haman und Lessing insofern ein ähnliches Schicksal, als die Hetze gegen die beiden sich nicht wirklich auf ihre Taten richteten, sondern auf ihr Außenseitertum. Beide nahmen soziale Positionen ein, die strukturell instabil waren, ihnen aber vielleicht gerade deswegen einen gewissen Handlungsfreiraum gewährten. Im Falle Hamans ging es um die Verschleierung der Tatsache, dass Haman, der als Homosexueller berüchtigt und aktenkundig war, von der Kriminalpolizei als Spitzel in homosexuellen Kreisen benutzt wurde. Dadurch, so schreibt Lessing, Zitat, genoss Haman berechtigt oder unberechtigt Vorrechte, die sonst nur Kriminalbeamten zustehen, und verübte unter dem Deckmantel sozialer Arbeit seine ungeheuerlichen Verbrechen. Hamans Doppelrolle ist symptomatisch. Er war Ordnungsstifter und Ordnungsstörer in einer Person. Die labile Stabilität seiner Rolle konnte so lange aufrechterhalten werden, wie es zu keinem Exzess in einem der beiden Teilbereichen kam. Erst der Überschuss der Störung, der sich durch die plötzlich erhöhte Anzahl der Morde ergab, ließ sein Doppelspiel aufheben. Im Falle des Juden Lessing ging es um die Symptomatik der gesellschaftlichen Konstellationen in Deutschland. Lessing schrieb mit seinem Buch über Haman nicht nur eine Studie über einen Mörder, sondern er entwarf durch die Einbindung Hamans in sein soziales Umfeld zugleich eine Milieuschilderung des Nachkriegs Hannover, damit natürlich auch Nachkriegsdeutschlands. Lessing strebte durch psychologische Wissenschaft den Vorgang offizieller Rachenmythologie zu erhellen, wie Hans Meyer in seiner Studie Außenseiter 1975 kommentiert. Demnach wurde Lessing selbst Opfer eben dieser Rachenmythologie. Es ist unsinnig, danach zu fragen, ob Lessings Versuch der Vermittlung erfolgreich war oder misslang. Sicherlich trat er mit seinem Kommentar zum Haman-Fall eine Lawine los, die nicht mehr zu stoppen war und um bei dem Bild zu bleiben, unter der er selbst begraben wurde. Er hatte sich, wie Haman, zu weit vorgewagt und ein zu viel an Systemkritik produziert, dass die Hüter des Systems nicht drücken konnten. Der Vermittler wird zum Störenfried erklärt und zur Eliminierung freigegeben. Lessing flüchtete 1933 vor der SS in die Tschechoslowakei und wurde noch im selben Jahr in Mönchengladbach ermordet. Lessings Rhetorik, das haben Sie gehört, bedient sich gerne gewaltsamer Metaphern. Das hat er mit Rydlicka gemeinsam, der seine Figuren zum Beispiel als Menschentrümmer und sich selbst als Kind des Ausdrucks Faschismus bezeichnet. Das habe ich alles weggelassen. Hier sehen Sie noch eine Darstellung, ein ganzer Zyklus, den Rydlicka um Haman herum gemacht hat. Rydlicka hat sich von Lessing inspirieren lassen. Beiden, so könnte man sagen, liegt eine eigentümliche Nähe zu ihrem Sujet Haman zugrunde, die zwischen Faszination, Identifikation und Abscheu oszilliert. Rydlicka sieht in Haman nicht nur den Bluthund, imaginiert, das ist Zitat Rydlicka, imaginiert stattdessen die Zärtlichkeit Hamans in seiner Verbindung zu Knaben. Ich denke, das können Sie in so einer Statue auch sehen. Bestialischer Grausamkeit sucht Rydlicka mit der Eleganz und Zartheit des künstlerischen Materials Marmor zu begegnen. Er sieht dezidiert eine gewisse Neigung für diese Tatsache. Und auch Lessing ließ eine Studie über Haman in große Nähe zu jenem geraten. Was von Lessing vielleicht allzu gutgläubig als eine differenzierte kulturkritische Abhandlung angelegt war, die einen ähnlichen Impetus hatte wie Rydlickas Hamans Thesen, wurde von offizieller Seite parteiisch als Plädoyer für einen Mörder verstanden. Das
was Lessing tödlichen Volkshass eintrug. Das in diesem Kontext unwahrscheinliche Stichwort Zärtlichkeit ist schon gefallen und bringt mich kurz zu einem weiteren Verarbeitungsbeispiel, Uli Lommels Zärtlichkeit der Wölfe. Der Film wurde 1973 gedreht und zählt zum sogenannten Neuen Deutschen Film, eine Filmbewegung und ein Filmspiel der 60er und 70er Jahre. Das waren Autorenfilme, die gesellschaftskritisch waren und jenseits von großen Filmstudios produziert wurden. Ein Name, der hier wichtig ist, ist Rainer Werner Fassbinder und er fungierte auch als Produzent unseres Films. Und in diesem zweiten Plakat sehen Sie auch, also hier wird der Film angekündigt als Fassbinders Die Zärtlichkeit der Wölfe. Also nicht der Regisseur, sondern der Produzent steht hier für den Film. Interessant ist einmal, was den Film betrifft, eine zeitliche Deplatzierung. Der Film spielt in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, also nicht zwischen den Kriegen, und zeigt eine unbewältigte Vergangenheit, die als Unterdrücktes, sprich Hamann, wiederkehrt. Filmstilistisch sind hier viele Anleihen in der deutschen Filmgeschichte zu finden, vor allem aber bei Murnaus Nosferatu von 1922 und Fritz Langs M. von 1931, also zwei Meisterwerke des deutschen expressionistischen Films, wobei M. dezidiert vom Hamann-Fall inspiriert ist. Über diese Verweiskette wird Hamann auch in die Genealogie von Vampirfiguren eingespeist und damit kommt ihm auch eine metaphorische Funktion zu. Die Reste des Nationalsozialismus wirken noch als kulturelle Angst in Form von Menschen, die einerseits Hamanns verdächtige Aktivitäten völlig ignorieren und lieber amerikanische Schlager hören beim Verzehr seines in ökonomischer Not auf wundersame Weise herbeigezauberten Fleisches, andererseits dann aber eine infame Menschenhetze an ihm ausüben. Was aber noch skandalöser ist, Hamann wird als sympathischster Charakter des Films gezeichnet, der quasi einem melodramatischen Ende zugeführt wird. Und dieses Ende möchte ich Ihnen zeigen. Die letzten 5 Minuten des Films. Sie kommen. Moment, ich mache vielleicht kurz das Licht aus, weil damit Sie auch schön diese Anspielung auf den expressionistischen Film sehen können, wenn ich jetzt weiß, wie das funktioniert.
Kapitel mal. Los jetzt. Das Jahr 1991, als nicht nur der Kannibalenfilm Silence of the Lambs in die Kinos und der Kannibalenroman American Psycho in die Buchhandlungen und in Deutschland auf den Index kommen. Auch Jeffrey Dahmer wird in diesem Jahr verhaftet und ihm wird der Prozess gemacht. Das komplexe Merchandising-Netz, das sich um den Serienmörder in den letzten Jahren entspannt, ist beachtlich. Es gibt eine unüberschaubare Flut an Film- und Fernsehdokumentationen, Tatsachenberichten und fiktionale Krimis, psychologische Analysen und juristische Interpretationen. Es gibt T-Shirts, Socken und Unterhosen mit Fotos der berüchtigsten Serienmörder, bis hin zu Musikgruppen wie die Fine Young Cannibals, die ihr Album The Raw and The Cooked millionenfach weltweit verkaufen, oder Cannibal Corpse, einer Death Metal Band, die mit Titeln wie Eaten Back to Life, Addicted to Vaginal Skin, Negro Pedophile oder Meat Hook Sodomy auf sich aufmerksam machen. Jeder berüchtigte Killer ist mindestens zwei Biografien, einen Film, einen Comic und eine Spielzeugpuppe wert. Manche erreichen noch einen höheren Marktwert, aber
das Leben von Charles Manson wurden mehr als 50 Bücher und eine Oper geschrieben. Und Ted Bundy erhielt über 500 Heiratsanträge bei seiner Verhaftung. Also alles notorische Serienmörder. Wir haben schon bei Hamann gesehen, wie Daten gesammelt, gefälscht und aufbereitet wurden, um die Geschichte seiner Amofu zu erzählen. Wir haben gesehen, dass es eben die eine Geschichte nicht gibt. Der Fall Jeffrey Dahmer ist hier insofern ähnlich, weil auch hier sich mehrere Themen verknüpfen und kreuzen. Bei Hamann waren dies Homosexualität, Rassismus, also mit dem Link zu Lessing, und Kannibalismus. Bei Dahmer finden sich die gleichen Überschneidungen, die in den jeweiligen Rekonstruktionen und Reproduktionen von Dahmers Amofu münden. Hier werden Fakten und Fiktion gemischt und ähnlich wie Hamanns Witze um Hackebeilchen und Würste mit pikanten Anekdoten angereichert. So soll Dahmer bei seiner Verhaftung über die männlichen Genitalien im Kochtopf und im Herz im Gefrierschrank geäußert haben: "I was saving it to eat later." Diese fiktionale Strategie macht sich beispielsweise Reza Abdo in seinem Tanztheaterstück The Law of Remains, The Story of Jeffrey Dahmer von 1992 zunutze, wenn er Dahmer auf einen parodistischen Konsumtrip schickt. Hier nur ein Zitat aus diesem Tanztheaterstück: "Shopping is more American than thinking. What are you taking with you, Jeffrey? Oh, you know, a toothbrush, underwear, a heart, shoes, a liver, deodorant, a few fingers, mouthwash." Was hier schon anklingt, soll im Weiteren noch etwas ausgeführt werden: die Sammelleidenschaft bzw. das Serielle der Amofu des Serienmörders. Stéphane Bourbon schreibt über den Typus des Serienmörders: "Eigentümlich an dieser Täterpersönlichkeit ist aber die mörderische Gefräßigkeit, die ihn vom Verbrecher aus Leidenschaft unterscheidet, der ihn allgemein nur einmal tötet." Das Spezifikum der Serialität von Morden bedarf einer besonderen Lesart. An einen Mörder wie Jeffrey Dahmer fallen mehrere ritualisierte Strategien auf, die eine kausale Beziehung zueinander gesetzt werden können. Ich möchte hier das Bild nochmal seiner Opfer zeigen. Das Vorgehen beim Mordvorgang, die sexuelle Handlung am leblosen Opfer, das Zerstückeln und Verspeisen des Todes, hier bewiesen, und schließlich das Aufbewahren von Körperteilen. Eine Erklärung wie die von Bourmanche reicht hier sicher nicht aus. Er schreibt, das Verbrechen wird vom Mörder als eine Art Ritual gesehen. Diese Menschen haben Angst, diese Menschen, also Serienmörder, haben Angst vor Sexualität und können nur zum Höhepunkt gelangen, wenn ihre Opfer vollkommen machtlos, ohnmächtig oder tot sind, schreibt er. Dahmer hatte zu viele Obsessionen, um sie mit dem Schlagwort Angst vor Sexualität fassen zu können. Alkoholsucht, fotografieren, experimentieren mit Leichenteilen zum Zwecke der Konservierung, errichten eines Altars mit ausgewählten Körperteilen des Gemordeten. Das sind einige der Merkwürdigkeiten im damaligen Obsessionskosmos. Und immer wieder landen wir bei dem Umstand, dass der tote Körper wie eine Droge auf den Täter wirkt. Er ist Zielpunkt dieser Amorphie. Zunächst zu den Fakten. Zwischen 1978 und 1991 tötete Jeffrey Dahmer 17 junge Männer. Seine Vergehen beinhalten Vergewaltigung, Zerstückelung, Nekrophilie und Kannibalismus. Also Nekrophilie, der Sexualtrieb, der sich an Leichen ausagiert. Er wurde zu 957 Jahren Gefängnis verurteilt. Und obwohl er auf Schuld unfähig plädierte, wurde er als zurechnungsfähig diagnostiziert. Auch hier interessant, sich die Gutachten anzuschauen, die sich stark widersprechen. Einige attestieren eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, eine Borderline-Störung, schizoide Persönlichkeit. Andere behaupten, Dahmer sei sich seiner Taten völlig bewusst und damit sei er auch schuldfähig. Das sind quasi die Gutachten, die letztendlich ausschlaggebend waren. 1994 wurde er dann im Gefängnis von einem Mithäftling zu Tode geprügelt. Auch hier gibt es Auffälligkeiten in Dahmers Kindheit und Entwicklung, auf die ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Wichtig ist aber sein Wunsch, aus seinen Opfern Zombies zu machen, willenlose Sexualpartner. Dies versuchte er, indem er ihnen Löcher in die Schädel bohrte, in die er Salzsäure oder heißes Wasser injizierte.
Auch sammelte er Körperteile, dokumentierte seine Opfer bzw. deren Teile fotografisch und er aß sie. Jacques Derrida spricht bei der Betrachtung von Drogen von einer parasitären Logik, von der oralen Wechselseitigkeit des Einführens und Ausstoßens. Oralität, so Derrida, steht nicht nur für Aufnehmen, Suchtverhalten nicht nur für Empfangen. Er spricht von einer Zone der Erfahrung, in der Geben und Empfangen, Passivität und Aktivität nur mit größter Mühe voneinander gegenübergestellt oder gar unterschieden werden. Die Oralität, dieses Suchtverhalten, von dem Derrida spricht, durchbricht Grenzen, stößt Oppositionen um. Als Erfahrungen, als Reisen über Grenzen hinweg, als Passagen, bezeichnet er den Weg des Süchtigen als Trip im doppelten Sinne, als Suche nach dem verlorenen Selbst, dem idealen Körper, der im anderen, dem fremden Körper zu finden geglaubt wird. Es ist dies, wenn man so will, und Derrida will das so, ein metaphysisches Problem, ein Infragestellen einer kanonischen Dichotomisierung im Original und Simulacrum Natur und Kultur. Und ich erinnere das auch Lessing bereits hier an der gebotgeordneten Sicht und Hierarchien der Dinge rüttelte. Auch Derrida war also gegen diese Aufspaltung im Entweder oder, entweder Natur oder Kultur. Wollen wir nun den Serienmörder in diese Sucht- und Drogenrhetorik einschreiben, bedeutet dies, uns eines radikal anderen Modells zu bedienen als das gängigere psychopathologische, bei dem es ja darum geht, die Psyche eines Mörders für einen konstruktiven Lektüreakt transparent zu machen, also das sogenannte Profiling, wo ein Täterprofil erstellt wird. Also die Techniken von Scotland Yard und FBI denken oder eben auch die ganzen TV-Serien, die es im Moment gibt, die alle um dieses Profiling ranken. Hier jedoch wird der Serial Killer als Rhizom in die kulturelle Kartografie integriert, in der Formen von wiederholter und suchtbedingter Gewalt in den Zusammenhang mit der Entwicklung unserer Maschinenkultur gestellt werden. Wenn Deleuze und Guattari vom Rhizom als einer Serie von Linien der Intensität sprechen, welche an einem bestimmten Punkt brechen, sich zerstreuen und wieder sich zu vernetzen vermögen, so lässt sich mit einer solchen als Antigenealogie bezeichneten Verständnis von Serialität der Serienmord beleuchten als ein Morden ohne Anfang oder Ende, als einen unendlichen Mord. Das Rhizom ist ein nicht zentriertes, nicht hierarchisches, nicht signifikantes System ohne general organisiertes Gedächtnis im Zentralautomat. Es ist einzig und allein durch die Zirkulation der Zustände definiert, schreibt bei. Damas Morde sind in vielerlei Hinsicht im Netz der akausalen, deterritorialen Serialität situiert. Eine Psychoanalyse Damas würde, folgen wir der Denkweise von Deleuze-Guattari, jeden Wunsch und jede Aussage auf eine genetische Achse herunterbringen. Eine Psychoanalyse. Ein Verständnis vom Serienmörder als Rhizom hingegen behandelt das Unbewusste nicht als zentriertes System, sondern als maschinelles Netz endlicher Automaten. Deleuze-Guattari nennt dies Schizoanalyse. Wie Derrida verweigert auch Deleuze-Guattari einen grundsätzlichen Dualismus oder eine Dichotomisierung in Gut und Böse. Soll das maschinelle Netz des Rhizom Serial Killer in seiner Uneinheitlichkeit schizoanalysiert werden, so kann dies eben nicht ohne Untersuchung des Sammel- und Zählverhaltens der Konsumgesellschaft und deren Fetischisierungsmechanismen geschehen. Wir haben hier also einen anderen Blick auf die Wirkungsweise dieser Amorphie, die nicht als individualpathologisch gesehen wird, sondern als Symptom für eine Verschränkung von Konsumption und Mordlust von ökonomischen und sexuellen Motiven. Und ich möchte jetzt noch ein außergewöhnliches, mein letztes Verarbeitungsbeispiel anschließen, das die Konstruktion eines auf Fakten beruhenden homosexuellen nekrophilen Serienmörders, Jeffrey Dahmer, in so unterschiedlichen Textgenres wie Essay und Roman durchexerziert. Jeffrey Dahmer ist jeweils die Folie davon. In ihrem kulturtheoretischen als Rezension getarnten Zeitschriften
Essay, bringt Joyce Carol Oates, die Schriftstellerin Joyce Carol Oates, Nekrophilie mit Homosexualität in Verbindung, indem sie konstatiert, dass Nekrophilie bei Frauen und Heterosexuellen ein quasi nicht vorhandenes Phänomen sei, nachdem sie paradoxerweise ausgerechnet die Titelheldin aus William Faulkners Erzählung A Rose for Emily als die infamste Nekrophile der amerikanischen Literaturgeschichte herausgestellt hat. Dem schwulen Nekrophilen attestiert sie eine morbide Sammelleidenschaft. Ich lasse jetzt die Zitate weg, will nur verweisen, dass sie eben Jeffrey Dahmer direkt anspricht. Ganz dem Zeitgeist verschrieben konstruiert auch Oates aus dem Serial Killer ein Monster, den nekrophilen Anthropophagen, also den Kannibalen, der Tote ist. Für sie liegt der Grund für die außerordentliche Beschäftigung mit dem Serienmörder in einer schiefen Ähnlichkeit zwischen dem Verbrecher und uns, dem Normalen. Sie sagt, our fascination and revulsion for the monstrous among us has to do with our uneasy sense that such persons are forms of ourselves, derailed and gone terribly wrong. Die Tabubrüche, die diese Mörder begehen, werden auf der einen Seite als atavistisch, primitiv gedeutet. Das macht sie in unseren Augen zu Fremden, zu Außenseitern. Hier wieder kann man auch an Hamann zurückdenken. Sie rufen Angst, Ablehnung und den Wunsch nach Strafe hervor. Auf der anderen Seite liegt hier aber genau der Reiz, der von den Tabubrechern ausgeht. Sie setzen sich über gesellschaftliche Schranken hinweg in einer Art und Weise, wie wir uns das nie trauen würden. Wir projizieren dunkle, romantische, satanische Kräfte auf sie. Oates theoretischer Diskurs über den Serial Killer mag als Kommentar zu ihrer eigenen fiktionalen Verarbeitung des Themas gelesen werden. Ihr Roman Zombie von 1995 stellt eine mühsame Lektüre dar. Ich kann das Buch nicht wirklich empfehlen, obwohl es sehr interessant ist. Ohne dies ausdrücklich zu machen, ist der Roman ganz offensichtlich eine Fiktionalisierung von Jeffrey Dahmers Leben. Und obwohl Oates eine weithin bekannte und vielgelesene Autorin ist, hat erstaunlicherweise dieser Roman kaum Beachtung gefunden. Quentin, der ständig von der ersten zur dritten Person wechselnde Erzähler, hegt die obsessive Idee, einen Zombie zu kreieren, der ihm als Sexsklave dienen soll. Zu diesem Zwecke führt er improvisierte, also do-it-yourself, Lobotomien an verschiedenen, meist farbigen, immer halb betäubten jungen Männern aus, indem er ihnen einen Eispickel unter den Augenlidern ins Hirn stößt. Ich lese jetzt die Textstellen nicht ganz vor, sie sind auch wirklich schwer zu lesen. Sie sehen das an dem Druckbild, das aber eben Teil der Aussageabsicht auch von Oates ist. A true zombie would be mine forever. He would obey every command and whim, saying yes master and no master und so weiter. Und das ist, also diese Textstelle hier ist wie ein Refrain, der kommt also mehrmals in dem ganzen Roman, wird das wiederholt. Quentin hat eine schablonenhafte Vorstellung, wie sein Idealzombie aussehen sollte. You would want a healthy young person, male, of a certain height, weight, and body build, etc. You would want somebody with fight and vigor in him and well hung. Quentin glaubt, seinen Zombie in ethnischen oder sozialen Randgruppen zu finden. Der Zynismus ist offenkundig, wenn auch von Quentin nicht reflektiert. Unter anderem sagt er, a safer specimen for a zombie would be somebody from out of town, somebody nobody gives a shit for, somebody should never have been born. Neben dem Aspekt der sich in den Mordtaten möglicherweise manifestierenden Homophobie wurde der Vorwurf des Rassismus gegen Jeffrey Dahmer, den realen Quentin, in massiver Weise vorgebracht und muss auch als Folie für Oates Thematisierung gelten. Dahmer soll immer wieder seinen Hass auf die, Zitat, fucking faggots und besonders die Black Queens lautstark Ausdruck verliehen haben. In einer semantischen Lektüre von Dahmers Biografie gelingt es Akira Matsuta Lippitt, Dahmers Rassismus vor allem an seiner Tätigkeit in einer Schokoladenfabrik zu dechiffrieren und in den Kontext amerikanischer Rassen- und Machtverhältnisse zu stellen, in der auch eine rassistisch aufgeladene sexuelle Metaphorik mitschwingt. Sie sagt, simply put, Jeffrey Dahmer
Caucasian chocolate mixer was a cannonball who preyed on the African American community. Dahmer ate men of color. Der dunkelhäutige Körper wird in dieser Topographie der Farbe als Naschwerk gelesen, als Schokolade oder brauner Zucker, die sich zum Verspeisen anbieten. Das Machtverhältnis in dieser rassistisch-sexistischen Rhetorik ist offenkundig und lässt sich durch die gesamte amerikanische Geschichte bis in die Zeiten der Sklaverei zurückverfolgen. In Umkehrung der von kolonialistischer Perspektive produzierten Analogie von Afrikaner ist gleich Kannibale lebt, wie beispielsweise Patricia Turner zeigen kann, die Vorstellung des weißen Kannibalen in den Mythen der afrikanischen und afroamerikanischen Kultur fort. Gerade auch, um die Dimension sexueller Aggression zu symbolisieren. Auch hier nur der Schluss des Zitats. It can easily be boiled down to the precept that whites need black blood to survive. Sagt ihm Turner. Der versteckte Rassismus von Quentin und in Ableitung von Dahmer schleicht sich als Spur durch den ganzen Roman. Angefangen von der Selbstdarstellung, Caucasian Skin, that is, über den Kommentar zu einer Verhaftung wegen der Belästigung eines 12-jährigen farbigen Jungen. I was tagged racial offense, but it was not racial. I don't know what racial is. I'm not a racist. Es geht dann weiter mit den anonymisierten Kosenamen, die er seinen Opfern gibt. Bunny Gloves, Raisin Eyes, Big Guy, No Name. Bis hin zu seinen Fantasien, die er auf farbige Männer projiziert. In diesem Fall No Name, sagt zum Beispiel No Name grinning, thinking he'd be sucked off by Whitey and paid for his trouble and maybe clear out Whitey's possessions, but that was not how it came about and the panic in his eyes said it was so. Also da der Eispickel sich da durchbohrt. Quentins Plan, Zombies zu kreieren, misslingt kläglich. Seine Zombies siechen lediglich bewusstlos eine kurze Zeit nur vor sich hin, bevor sie verenden, und Quentin sich ein neues Opfer suchen muss. Mit dem durch die Titelwahl signalisierten Schwerpunkt der seriellen Morde auf der Konstruktion eines Zombies spielt Oates neben Dahmers realem Experiment aber auch auf das Horrorgenre an, in dem Zombies als dehumanisierte Monster eine doppelte Rolle spielen. Einerseits bilden sie als Gruppe einen anonymen, monströsen Massenkörper. Andererseits ist der einzelne Zombie nichts als Flickzeug, ein zusammengestückelter, disparater Körper ohne eigene Identität. Mit Verweis auf George Romeros Horrorfilme, besonders Night of the Living Dead, bezeichnet Linda Bradley den Zombie als Massenprodukt ohne Subjektstatus. Sie sagt, the zombie collapses the image of the vampire and the Frankenstein monster into the mindless remnant that eats human flesh. Der Zombie reagiert nur auf Reflex, als quasi Gehirntoter ist er aller Funktionen beraubt, die ihn zu einer eigenständigen Persönlichkeit machen. Der Zombie dieser Machart symbolisiert Konformität, solche Zombiefilme sind daher auch als Allegorien der Konsumgesellschaft und des Rassismus gelesen worden. Andere sehen das sich um den Zombie rankelte Spektakel als das wirklich horrifizierende Thema, die Ökonomie des Kannibalismus. Zitat von Badly, the splatter cannibalism was the message. These films referred to and exploited an economy based in meat or bio power in which one's person is a body and the body is for sale. Hier zeigen sich fatale Analogien und krasse Umkehrungen zu Oates Zombie, aber auch zu Dahmers und Hamanns Fälle. Die Männer, denen Quentin nachstellt, sind in der Tat zum Teil käufliche Ware, im Sinne von, sie bieten ihren Körper an, wollen etwas dafür haben, Geld oder einen Job oder Nahrung oder Kleider. Wie Hamann und Dahmer lockt er den potenziellen Zombie mit Geld. Aber der Zombie wird zum hilflosen Opfer, Quentin hingegen zum Namen und gesichtslosen Monster, der sich aus der Masse nicht heraushebt. Das ist eben hier die Umkehrung. Nicht der Zombie ist das Monster, sondern der Täter wird zum Monster. Auch Hamann und Dahmer wird immer wieder zugeschrieben, wie normal sie ausgesehen hätten, unauffällig und unspeziell. So ganz anders als ihre Taten
die sie weit über die Masse erheben und in verschiedenen Lesarten wie der von Uli Lommel als melodramatische Metapher von zum Scheitern verurteilte Individualität gedeutet wurden. Der Zusammenschluss von käuflichem und verkäuflichem Körper wird besonders bei Hamann deutlich, wenn gemutmaßt wurde, dass er seine willenlose Opfer buchstäblich als Fleischware sah und zu Wurst verarbeitete. Es ist auffällig, dass Bowles den Schluss der selbstquälerischen Confessio Quentins offen lässt. Wir haben also hier keinen Roman, wo der Täter gefasst wird am Ende. Das ist bei den realen Vorbildern natürlich anders. Interessant scheint mir hier Mark Seltzers Vergleich des seriellen Verbrechers mit der repetitiven Verfahrensweise von Produkten der Massenkultur. So locken Serienfilme und TV-Serien das Publikum mit einem Cliffhanger, einem dramatisierten, offenen Ende. Der Schluss soll bewusst unbefriedigend sein, die Spannung nicht gelöst werden. Denn nur so will der Zuschauer, die Zuschauerin die Fortsetzung sehen. Serialität tritt somit in Konflikt mit dem erzählerischen Vorgang, was einer narrativen Fehlleistung gleichkommt. Die Serie lässt ein Ende außer Sichtweise geraten. Das Einzelereignis verliert seine singuläre Bedeutung. In Analogie lässt sich auch der Serienmord auf diese fehlgeschlagene Endspannung zurückführen. Mark Seltzer, der sagt, the real meaning of serial killing is a failed series of attempts to make the scene of the crime equivalent to the scene of the fantasy. Failed attempt. Dahmer wollte sich der Endlosigkeit der Serialität entheben, indem er einen Schrein mit den Lieblingsteilen seiner Opfer plante. Er glaubte, in den Reliquien die Geister der Toten erhalten zu können. Also quasi auch die Serie zu konservieren, zu erhalten, aber nicht als Serie, sondern als Schrein. Vielleicht ist dies die wahre Amour. Man kann dies als Gestus der absoluten Kontrolle über Leben und Sexualität deuten, aber auch als Ausübung von Macht durch die absolute Schönheit des Todes. Auch Hamann hatte, zumal in der Darstellung von Uli Lommel, die Schönheit des Toten gebannt, bestaunt, verursacht und verklärt durch den wahnsinnigen Blutrausch der Leidenschaft. In all diesen Momenten bleibt die erschreckende Erkenntnis, dass eine solche Amour-Fou nicht lebbar ist, sondern dem Tode geweiht.